Wenn Sie in der Woche vor Reiseantritt zurücktreten, müssen Sie ärztliches Attest vorlegen. Ach, wissen Sie, ich möchte einfach nur Abstand gewinnen. Einige Dinge in Erinnerung rufen, einige einfach vergessen. Sie wissen ja nicht, was ich durchgemacht habe in den letzten Monaten. Was denn? Meine Frau hat sich von mir getrennt. So. Bitte hier unterschreiben. Ich hatte ihren Namen vergessen. Was? Ich habe den Vornamen meiner Frau vergessen. Und da hat sie mich verlassen. So leicht werde ich meine nicht los. Schon verrückt, ne? Den Namen seiner Frau einfach zu vergessen. Aber ist es nicht noch verrückter, deswegen einfach zu gehen? Entschuldigen Sie, kann es sein, dass Sie mich vergessen haben? Apropos vergessen. Ich habe neulich einen deutschen Kunden gehört. Er hat einen Witz gesagt. Die Lösung habe ich vergessen. Was ist 30 Meter lang, hat drei Zähne und stinkt nach Pisse? Natürlich kenne ich den Witz. Und obwohl ich mich als durchaus gebildeten Menschen bezeichnen würde, habe ich immer Kontakt zu den oralen Traditionen des kleinen Mannes gehalten. Und? Was? Zum Ersten würde ich nicht Lösung eines Witzes sagen, sondern Point. Und dann würde ich auch nicht sagen Pisse, sondern Urin. Ich warte jetzt schon über eine halbe Stunde. Wie geht denn jetzt um diese Pointe? Ich glaube, es ist mir entfallen. Willst du mich verarschen? Hä? Nein, im Gegenteil. Soll ich dir mal das Gegenteil durch den Kopf jagen? Du bist dran. Ich war aber zuerst dran. Hier. Vielleicht erinnerst du dich jetzt an die Kackpointe. Piss Gesicht! Weiter. Ich habe keine Zeit. Aber wohin wollen Sie? Wo sind wir? Nehmen Sie mal. Ich werde hier noch verrückt. Halt, warten Sie. Ich muss weiter, ich habe keine Zeit. Aber wo wollen Sie hin? Wo sind wir? Da nehmen Sie. Ich werde hier noch verrückt. Halt, warten Sie. Ich muss weiter, ich habe keine Zeit. Aber wohin wollen Sie? Wo sind wir? Hier, nehmen Sie. Ich werde hier noch verrückt. Halt, warten Sie. Merken Sie es? Sie müssen mir etwas sagen. Ich muss weiter, ich habe keine Zeit. Aber wir kommen doch nicht von der Stelle. Was ist 30 Meter lang? Hat aber drei wo wollen Sie Zähne? Denn hin? Ich werde hier noch verrückt, ich muss mich konzentrieren. 30 Meter lang, drei Zähne. Warten Sie. Und riecht nach Urin? Was haben Sie da? Kann ich mal sehen? Ich muss weiter, ich habe keine Zeit. Aha. Und wohin, wenn ich fragen darf, wollen Sie gehen? Was für eine Dame in einem roten Kleid. Und Ihre Frau, was ist mit ihr? Ich verstehe nicht, tut mir leid. Egal, was haben Sie hier? In dem Karton? Pizza wahrscheinlich. Möchten Sie einen Tee? Es ist gleich halb vier. Danke, das ist mir peinlich. Und seien Sie doch nicht so kleinlich. Oh Gott. Merken Sie es. Wir reimen die ganze Zeit. Lenken Sie nicht ab oder wollen Sie Streit? Ich muss fort. Sie bleiben hier an diesem Ort. Ich bin auf der Suche nach der Pointe für so ein zotiges Rätsel. Wenn Sie mit dem Gequatschen nicht aufhören, dann gibt's gleich ein Gemetzel. Bei diesem Witz handelt es sich unter anderem auch um Pisse. Reißen Sie sich zusammen, Mann, meine Geduld kriegt Risse. Was waren das für Geräusche? Wenn ich mich täusche, dann war das der unsägliche Bauchaufschlitzer. Geben Sie mir die Pizza. Die Pizza gebe ich nicht weg.
Geben Sie her! Tun Sie, was Sie wollen, es hat keinen Zweck. Es wird hier nämlich gleich gefährlich. Ehrlich? Ehrlich. Arge. Wie konnte denn das geschehen? So irgendein Scheiß im Pizzakarton. Ist es? Ich glaube, es wird Zeit zu gehen. Dein Witzrätsel. Ein Tee? Was ist dem Rätsel? Tanz wie ein Schmetterling. Und stich wie die Biene. Verlieb dich oft, verlob dich selten, heirate nie. Vergessen, mir mein Höschen anzuziehen. Können Sie mal bitte nachsehen? Ich trau mich nicht. Sie haben recht. Wie sah's denn aus? Ich hab's vergessen. Oh, immer vergesse ich alles. Ich laufe nun schon seit einer Ewigkeit mit der Pizza durch die Gegend und weiß nicht, wem ich sie liefern soll. Sie müssen denken, ich bin verrückt. Nein, nein, bestimmt nicht. Mich plagen im Moment ähnliche Probleme. Was ist das? Mein Gott, hören Sie das? Was ist denn? Ich bin asynchron. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße! Jetzt geht's wieder. Irgendjemand versucht, mich hier zu verarschen. Und ich werde herausfinden, wer. So, wir gehen getrennt weiter. Sie nach oben, ich nach unten. Sie nehmen die Pistole und ich die Pizza. Aber nicht den Karton öffnen. Nein. Ich habe die Lösung. 30 Meter lang, hat drei Zähne und riecht nach Urin. Eine Polonaise im Altersheim.